Es sind Szenen, die an einen Bürgerkrieg erinnern. Szenen, die mit Fußball rein gar nichts mehr zu tun haben. Dresdner Fans gestern Abend in Bielefeld auf dem Weg ins Stadion. Sie pöbeln, sie spucken. Sie zielen mit Feuerwerksraketen auf die Polizisten und sie attackieren sie immer wieder heimtückisch aus der Masse heraus. Wir haben insgesamt 17 verletzte Polizeibeamte, 2 Beamte schwerst verletzt im Augenbereich. Die befinden sich in einer Bielefelder Augenklinik im Moment. Und das ist schon schlimm genug. Die Dresdner hinterlassen in Bielefeld eine Spur der Gewalt. Überfallen und plündern einen Supermarkt, stechen auf ein Polizeipferd ein, zerstören Polizeiwagen. Am Tag nach der Randale wird klar, so darf es nicht weitergehen. Wir haben eine noch nie gekannte Dimension der Gewalt hier in Bielefeld erlebt. Und da muss man drüber sprechen. Das war eine Aktion mehrerer hundert Dynamo-Fans, die im Prinzip marodierend, raubend vom Bahnhof zum Stadion gezogen sind. Auch in Dresden distanziert man sich von der Gewalt. Trainer Olaf Janssen entschuldigt sich in einem Radiointerview. Wenn man diese Meldungen hört, die verletzten Polizisten, die ihren Dienst machen und dann das so bitter bezahlen müssen, das gehört zu keinem Fußballspiel, egal wo, ob mit Dynamo Dresden oder sonst wen, sondern das macht mich traurig und da schäme ich mich auch ein Stück weit für. Eine Entschuldigung wird wohl jetzt nicht mehr ausreichen. Fußballclubs fordern endlich Konsequenzen. Dynamo Dresden ist aus dem DFB-Pokal ausgeschlossen worden, aufgrund verschiedener Vorfälle ähnlicher Art. Wenn man das nicht in den Griff bekommt, muss man meiner Meinung nach darüber nachdenken, Dynamo Dresden auch aus der Liga auszuschließen. Nicht nur sportlich, könnte die Randale der vergangenen Nacht Folgen haben. 17 verletzte Polizisten, aber nur 2 Festnahmen. Die Polizeigewerkschaft will andere, härtere Möglichkeiten durchzugreifen. Die Innenministerkonferenz hat sich letzte Woche noch mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und wir erwarten nun, dass auch der Straftatbestand des Tumultes zum Beispiel eingeführt wird. Das heißt, dass wir jemanden aus dem Tumult heraus, der Straftaten begeht, auch verurteilen können. Dem Einzelnen die Straftaten nachzuweisen, ist mehr als schwierig und in diesen riskanten Einsatzsituationen nicht möglich. Welche Konsequenzen schließlich aus der Randale nach dem Bielefeld gezogen werden, ist noch völlig offen. Das nächste Auswärtsspiel der Dresdner dagegen steht fest. Am kommenden Freitag gegen Köln.